Hier im Rahmen des IKV-Kolloquiums werden auch zwei sehr interessante Technologien gezeigt, die aber auf einer, ich sage jetzt mal, Low-Cost-Basis basieren. Bei mir Herr Kim und Herr Hostad. Sie, glaube ich, hatten die Idee für den 3D-Drucker, wenn das richtig ist. Ganz genau. Vor 3 Jahren ungefähr war das. Da hatte ich davon gelesen, dass es Open-Source-Drucker gibt, relativ günstig zu bauen, und war davon sofort begeistert. Der Vorteil aber ist, dass die Software, die Baupläne, eigentlich alle Komponenten im Internet frei verfügbar sind. Das heißt, ich bin dann zum Baumarkt gefahren, habe in Internetshops mir die Teile zusammengekauft, zu Hause zusammengebastelt, die Firmware runtergeladen, die Software runtergeladen und konnte mir so meinen eigenen 3D-Drucker bauen. Ja. Wie lange war die Bauzeit für sowas, bis es jetzt hier so funktionstüchtig stehen kann? Die Bauzeit an sich hat nur eine Woche gedauert, die Kalibrierung hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Von den Einstellungen her ist es dann natürlich ein bisschen schwieriger, das alles genau präzise einzustellen, dass man entsprechend gute Druckqualität erreichen kann. Günstig ist ein gutes Stichwort für die zweite Entwicklung, weil ich glaube, es gab doch ein Problem bei dem 3D-Druck. Könnten Sie da was dazu sagen? Ganz genau. Das Material ist relativ teuer im Verhältnis zu dem Grundgranulatpreis. Der Drucker verwendet Kunststofffilament. Da liegt der Kilopreis bei ungefähr 30 Euro. Und wenn man jetzt natürlich einen anderen Kunststofftyp verwenden möchte, eine andere Farben drucken möchte, muss man jedes Mal so eine neue Rolle kaufen, die dann mit 2 Kilo natürlich 60 Euro kostet. Und da war unsere Idee, dass wir sagen, hey, wir bauen uns einen günstigen Extruder, womit wir verschiedene Kunststofftypen extrudieren können, verschiedene Farben. Und so ist quasi diese Projektidee entstanden. Herr Hostad, Sie haben dann angefangen, diesen Low-Cost-Extruder zu entwerfen. Aus welchen Komponenten besteht der denn und wo bekomme ich die? Also die Komponenten sind eigentlich mehr oder weniger Baumarktkomponenten. Wir haben versucht, die Funktion eines Industrie-Extruders wirklich herunterzubrechen und mit Low-Cost-Lösungen dann zu ersetzen. Also wenn wir beispielsweise die Schnecke nehmen, es handelt sich hier um einen handelsüblichen Hammerbohrer, der wirklich zum Mauerbohren verwendet wird. Den haben wir letzten Endes als Schnecke benutzt, um eben unseren Kunststoff zu plastifizieren. Am Hammerbohrer haben wir vorne auch noch diesen Hammerkopf dran, der quasi mehr oder weniger Misch- und Scherteil darstellt, um ein bisschen, die Homogenisierung noch zu fördern. Auch alle anderen Komponenten, die jetzt in dem Extruder verbaut sind, sind wirklich sehr günstige Teile, die man aus dem Internet bestellen kann. Da ist nichts irgendwie selber gefertigt, da ist nichts dazu gekauft, was man irgendwie selber fertigen müsste, sage ich mal. Alles günstige Komponenten, selber bauen ist möglich. Und die Kosten liegen bei ungefähr 375 Euro für das Gerät, was bei einem Durchfluss von ca. 500 Gramm pro Stunde doch relativ gering ist. Also wenn man das vergleicht mit anderen Extrudern, die auf dem Markt zu finden sind, dann ist das eine relativ hohe Durchstoßrate, die damit erreicht wurde. Und da sind wir sehr stolz drauf. Die Idee kam ja von Ihnen, aber Sie sind, soweit ich weiß, keine Kunststofftechniker eigentlich, sondern Sie sind an das IKV herangetreten. Wie erstaunt waren die Kollegen vom IKV denn, als sie irgendwie von ihrem Low-Cost-Extruder und von der Funktionalität denn erfahren haben? Sehr erstaunt, das kann man wohl sagen. Als wir anfangs die Idee hatten, mit einer reinen Förderschnecke zu extrudieren, da hat man nicht so ganz dran geglaubt, sage ich mal. Wir haben es dann am Labor Extruder getestet, ob das wirklich funktioniert mit einer reinen Förderschnecke. Da das dann geklappt hat, hat man uns die Unterstützung auch zugesprochen. Und als wir letzten Endes das Produkt geliefert haben, war man doch sehr erstaunt, dass das überhaupt funktioniert. Und in diesem Kolloquium merkt man auch, dass es sehr gut ankommt.